Hallo und herzlich willkommen bei mir in der Werkstatt. Ich bin Tobias Bräker, Modellbau in feinster Technik. Genau, Modellbau in feinster Technik, dafür stehe ich und das ist wirklich der Hammer. Heute möchte ich euch was zeigen, deswegen bin ich schon wieder so unter Flur unterwegs, den Antrieb. Ich habe den schon mal gezeigt im Leerlauf, aber jetzt kommt zur Sache. Doberweise fehlt die Hydraulik noch, deswegen kann ich nicht lenken. Und jetzt muss ich erstmal die Transportsicherung einlegen. Die ist wie im Original, wenn man transportiert und kein hydraulischer Druck drauf ist, darf der Radlader nicht einknicken. Und dafür gibt es jetzt hier diese Stange. Die verhindert, dass der Radlader einknickt während des Transportes, wenn er festgekettet ist, ohne Antrieb. So, dazu lege ich die jetzt erstmal hier hoch und schraube die wieder an. Könnt ihr das sehen? Ja. Ne? Mal gucken, dass er jetzt auch das Loch findet. Sprich, so, jetzt ist er gerade. Und genau, habe ich jetzt gerade nicht gezeigt. Also jetzt kann er nicht mehr einknicken. Vorher konnte er noch einknicken. So, da er die Hydraulik ja nicht heben kann, nehme ich dieses tolle Werkzeug hier. Wie ihm bekannt, ne? Lege das mal hier drunter. Weil sonst kann ich nämlich nicht fahren. So, und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist ganz einfach, ich nehme diesen Klotz und lege den einfach hier vor. Denn jetzt ist das die Demonstration. Das ist jetzt die Demonstration für das Drehmoment, was der hat. Der das so satt, ne, und das könnt ihr mal mit euren Fahrzeugen versuchen nachzumachen, ob ihr das wirklich schafft, so langsam mit so wenig Gas hinzukriegen. Ich nehme jetzt noch die zweite Kamera, damit ihr da näher dabei seid. Weil das ist echt, echt krass. Ja, also dieser Klotz, der ist echt hoch. Ich zeige euch das mal mit auf der anderen Kamera. So, und ich muss die Klotze hier festhalten, sonst rutscht er weg. Und jetzt gebe ich ganz, ganz sachte Gas. Und ich halte jetzt mal den Mund und ihr seid mal, horcht mal genau den Motorengeräuschen. Ich habe bewusst jetzt kein Soundmodul an, damit ihr wirklich mal diese Leichtigkeit der Bewegung wahrnehmen könnt. Also ich halte jetzt die Klappe. Schon gesehen, er bewegt sich. So, und das war schon irre. Ne? Ich habe echt das Gas auch nicht wegnehmen müssen, als ich oben auf dem Berg war. Na, wenn die Getriebeübersetzung nicht stimmt, dann schießt das Modell nach vorne. Ich wollte den Mund halten. Irre, oder? Also das ist schon echt der Wahnsinn. Also wenn ich jetzt überlege, wie langsam der läuft. So, jetzt. Ja, es ist sensationell, oder? Also nicht dass ihr meint, ich hätte den Ton jetzt verändert. Ich lasse das Ding mal hier fallen. Hier. Ja, so, das ist das Geräusch von dem Schraubendreher. Und das ist jetzt das Motorgeräusch. Ja, also das ist wirklich sensationell. So, aber jetzt machen wir mal Dummheiten. Jetzt machen wir das mal hochkant hier. So, und wenn ihr jetzt sehen könnt, wie hoch das ist, der ist jetzt also wirklich, der Klotz ist auf Radnabenhöhe. Genau. Und ja, schafft er das, sich da hoch zu fräsen, beziehungsweise nicht zu fräsen, sondern hoch zu klettern? Das ist jetzt die Frage. Dazu mache ich das mal hier. Naja, jetzt interessant wäre das, dass ihr das auch seht. So, ich habe die Kamera kopfüber gestellt, damit ich noch näher dran bin. Und jetzt muss ich wieder festhalten, weil der wird jetzt natürlich das Holz wegschieben. Und jetzt geht's los.
Ist er live dabei? Das Mikro ist im Prinzip direkt hier am Antrieb. Jetzt hört mal genau hin. Boah, ich merke schon voll den Druck hier. Die Stange will weg. Wahnsinn. Ganz, ganz krass. Also das ist schon sensationell. So, wieder runter. Yeah! Schon wahnsinnig. Ich mache nochmal, weil ich das einfach so irre finde hier. Ich mache mal mit Sound. Dann könnt ihr das mal anders genießen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was der Rote so drauf hat. Der ist ja hinreichend bekannt und der hat ja auch keine Schwächen. Trotz allem interessiert mich natürlich jetzt der Vergleich. Mal gucken, wie der jetzt über die Stufe fährt. Also das Anfahren ist ein bisschen ruckiger, hat man gemerkt. Ne? Also die Anfahrspannung vom Fahrräder, die ist deutlich höher als von dem neuen Fahrräder. Deswegen ruckte der so an. Ich muss jetzt schon deutlich mehr Gas geben. Deswegen habe ich das Soundmodul an, weil man das hören kann. Aha, noch mehr Gas geben, jetzt passiert was, ja, ist ein deutlicher Unterschied, oh, hoffentlich fällt er jetzt nicht runter. Ich stelle mich mal sicherheitshalber hier daneben, falls er umkippt. Ja, also ich müsste beim Hochklettern deutlich mehr Gas geben. Wenn ich das jetzt beibehalten würde, dann würde er vorne rüber schnellen. Also ich bleibe nochmal hier. Ich muss deutlich mehr Gas geben. Man hört zum Soundmodul, ne? Ist deutlich größer. Ist aber auch klar, weil der silberne, der hat dreifach höheres Drehmoment als der hier. Ne? So, ich habe jetzt mal bewusst das Gas beibehalten. Da kann man sehen, wie schnell der dann eigentlich fährt und dann drüber springt. Das war natürlich bei dem Silberne ganz anders. Ne? Der ging mit seiner Geschwindigkeit halt... jetzt hängt er natürlich auf. Na, so. So, normal langsam jetzt. Oben gebe ich jetzt Gas weg, damit das nicht normal passiert. So muss ich Gas geben. Also ist wunderbar, funktioniert, klasse, kann man wunderbar dosieren, aber es zeigt die Überlegenheit von dem Next Generation, von dem neuen Radlader.
Das war irre, oder? Ich kann es immer noch nicht fassen. Also dieser Antrieb, der ist einfach nur eine wahre Wonne. Wofür brauche ich das eigentlich? Dieses Wahnsinns-Drehmoment. Und das kann ich euch zeigen. Also dieses Wahnsinns-Drehmoment brauche ich, wenn ich hier mit schiebe zum Beispiel. Ja? Dieses Räumschild. Und da brauchen ja nur kleinste Steine hier vorne hängen zu bleiben, ne? Und dann, oder liegen. Und die hängen fest, die Steine im Untergrund. Ne? Dann bleibt ein Radlader ohne genug Drehmoment einfach stehen. Da muss man mehr Gas nehmen. Ne? Und irgendwann reißt er den Stein los und dann, wumm, dann spurtet er über den Stein. Und das ist, sieht ziemlich hässlich aus. Ne? Gut, aber nicht jeder ist mit dem Radplaniergerät unterwegs. Also mir macht uns Freude, das ist eine unglaubliche Spielerweiterung. Was aber auch cool ist, ist natürlich hier die Ladeschaufel. Ne? Oder aber auch noch richtig cool ist ja hier die Leichtgutschaufel. So, und auch da, ne, wenn ich ins Hauwerk reinfahren will, und das ist nicht gerade irgendwie ein Hauwerk in der Siebanlage, wo das alles locker ist, sondern das ist mal ein gewachsener Boden, dann brauchst du Drehmoment, sonst kommst du da nicht rein. Drehmoment, sonst kommst du da nicht rein. Und dafür ist das einfach da. Und das ist einfach nur geil. ja, freut mich. Ja, und Drehmoment alleine reicht ja auch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Geschwindigkeit machen. Denn Radlader, das ist ja das Konzept Load and Carry. Ne, sonst kann man ja einen Bagger nehmen und einen Laster. Sondern mit dem großvolumigen Schaufel soll man ja auch kürzere Strecken mit dem Radlader überwinden. Das heißt, wir brauchen auch Geschwindigkeit. Und das sieht dann so aus. Damit ist er schneller als mein alter Radlader.
Da hat die Geschwindigkeit vollkommen ausgereicht, aber jetzt bin ich noch viel schneller. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, was soll ich sagen? Also, ich bin immer noch so begeistert. Der Antrieb, der ist einfach der Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, der begeistert euch auch so wie mich. Also, wenn ich mir überlege, wirklich, wie er hier diese Treppenstufe gestiegen ist, das war über jeden Zweifel erhaben. Und die Geschwindigkeit, die mag jetzt auf dem Video langsam aussehen. Das ist aber auch rein subjektiv, weil ihr nur dieses Gerät seht. Also nach einem Spielen, da werdet ihr merken, ihr braucht die Geschwindigkeit überhaupt gar nicht. Ne? Also klar, bei Load & Carry braucht ihr schon. Und da, wie gesagt, ist das Ding schneller als mein roter Radlader. Den kennt ihr ja hinreichend über meine zahlreichen Videos. Wahnsinn, ne? Also klasse, klasse. Und das ist Modellbau in feinster Technik. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.